Vielen Dank, Eva. Jetzt kommen wir zum letzten Vortrag oder zweitletzten Vortrag. Wir haben nochmal eine Perspektive aus der Industrie. Monique Klebsattel ist Marketingdirektorin von Ecover Germany, eine Tochterunternehmen vom Brüsseler Unternehmen Ecover. Ecover stellt seit 1979 ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel her. Wie wir von Catherine gehört haben, bieten sie auch Nachfüllstationen sozusagen in anderen Ländern. Heute Abend lernen wir über das Ocean Plastic Projekt von Ecover und es geht hierbei nicht direkt um Abfallvermeidung, sondern um ein intelligentes Recycling-System. Durch den Einsatz von Kunststoffabfall bei der Herstellung neuer Flaschen werden Ressourcen geschützt und auch ein innovativer Umgang mit Abfall gezeigt. Frau Klebsattel, danke, dass Sie da sind. Ja, Frau Vorokoski, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und auch für die Einleitung. Sie haben schon relativ viel über unser Unternehmen gesagt. Vielen herzlichen Dank. Ich finde es schön, dass wir als Unternehmen jetzt hier schon so vielen Beispielen genannt wurden. Refillstation auch in England. Das ist sicherlich ein sehr erfolgreiches Konzept. Jetzt wackelt es. Ich kann da so noch ein bisschen erzählen. Auf jeden Fall ist es auch so, und das ist auch der Grund, warum ich heute nicht zu der Refillstation für Deutschland spreche. In Großbritannien ist es sehr erfolgreich, Gott sei Dank, sehr schön. Auch in der Schweiz funktioniert das recht gut. In Deutschland versuchen wir schon seit über 30 Jahren, dieses Refill-Konzept auf den Markt zu bringen. Auch mit dem Biofachhandel angefangen. Leider hat es nicht funktioniert. Wir haben momentan ein Testprojekt in Hamburg bei Butni und hoffen darauf, wieder einen Ansatz zu finden und auch vielleicht einfach größeres Interesse beim Konsumenten. Denn es ist bei uns schon so, dass der Konsument einfach mitentscheidet, was letztendlich auch im Regal steht, ganz klar. Genau, dann würde ich gerne einfach losstarten, Verpackung mit Mehrwert. Genau, perfekt. Ecover, kurze Historie, Sie haben schon kurz super eingeleitet. Ecover gibt es schon seit über 35 Jahren, 1979 gegründet von einem Belgier in Malle, in der Nähe von Antwerpen, seines Zeichens Seifenhändler und damals, diese Zeit war sehr geprägt von den Bildern aus der Presse, irgendwie Schaumberge, also ne, große Belastung durch Phosphate und Phosphonate unserer Gewässer. Und er hat sich gesagt, Mensch, es muss doch eine Möglichkeit geben, ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil wir benutzen sehr viele von diesen Wasch- und Reinigungsmitteln tagtäglich weltweit, das nicht diese extrem ökologischen Auswirkungen hat. 1987 ist das Ganze dann weiter vorangetrieben worden, schon von dem Gründungsgedanken her sehr, sage ich mal, durchdachte Inhaltsstoffe einzusetzen, pflanzenbasierte Inhaltsstoffe, die auch komplett biologisch abbaubar sind, ist das Ganze wirklich gut weiter vorangetrieben worden, auch in der Form, dass wir in ökologischen Fabriken produziert haben. 1991 eine der ersten ökologischen Fabriken weltweit auf die Beine gestellt und inzwischen haben wir drei. 2015 gerade jetzt eröffnet in Chicago, also auch wir entwickeln uns auf eine globale Ebene. Ist auch schön, wenn Ökologie wirklich weltweit zugänglich gemacht werden kann. Unsere Historie ist geprägt von vielen Auszeichnungen, das gehört irgendwo mit dazu, auch von vielen verschiedenen Produktinnovationen. Aber was eben besonders ausschlaggebend ist bei uns, ist das Thema Inhaltsstoffe. Also hier innovativ zu sein, innovative pflanzenbasierte Inhaltsstoffe zu haben, die aber auch besonders reinigungsaktiv sind, von der Natur inspiriert sind. Auf das Detail gehe ich jetzt nicht ein, da können Sie gerne auch nochmal nachschauen auf der Internetseite. Aber hier geht es heute um das Thema Verpackung und wir haben 2011 die erste grüne Flasche im WPR, also Wasch-, Putz- und Reinigungsmittelbereich, auf den Markt gebracht. Das heißt, diese Flasche, Verpackung, basiert zu 100% auf grünem Polyethylen, im Fachjargon, also im Prinzip zuckerrohrbasiert. Das heißt, hier arbeiten wir mit erneuerbaren Ressourcen nicht nur in dem Produkt, sondern eben auch in der Verpackung, was außen drum ist. Jetzt geht es weiter. 2014 hat sich Ecover auch etwas neu erfunden, auch optisch. Sie sehen unten 1979 relativ maskulin, versal und wir gehen jetzt auch in eine etwas modernere Richtung. Ist aber auch wichtig, denn das Thema Nachhaltigkeit geht auch aus der Nische raus, was sehr, sehr schön ist. Denn nur wenn auch viele Leute bereit sind, dieses Thema zu unterstützen, kann man auch wirklich nachhaltig was erreichen.
Inzwischen haben wir also nicht nur eine optisch verjüngte und schönere Verpackung, sondern auch eine Verpackung, die wirklich unsere Botschaft besser kommuniziert. Also wo werden wir produziert? Wir werden verantwortungsvoll produziert. Wir haben Inhaltsstoffe, die komplett biologisch abbaubar sind. Und natürlich hier zum Thema Verpackung. Unsere Flasche basiert aus 75% pflanzenbasierten Kunststoff und ist ergänzt worden durch einen Anteil von 25% recyceltem Kunststoff. Das heißt, hier versuchen wir wirklich zwei Kreisläufe auch anzuzapfen, möchten auch eigentlich weg von dem Thema Primärressourcen. Es ist aber relativ schwierig, auch wir hatten es jetzt über kompostierbare Verpackungen. Das ist im Reinigungsmittelbereich leider noch nicht möglich. Also auch mit Glasflaschen, das ist sehr schwierig, auch aus Sicherheitsaspekten und eine kompostierbare Verpackung. Da gibt es momentan noch Probleme, dass die Tenside diese angreifen. Wir sind dabei, was zu entwickeln, auch zusammen mit einem Hersteller, sind aber noch nicht am Durchbruch letztendlich. Ja, und da kommt man auch zur Frage, wo der Konsument auch mit ins Spiel reinkommt. Wenn man jetzt mit der Verpackung was macht, was in eine andere Richtung geht, ist denn der Konsument bereit, für ein Handspülmittel 4 € auszugeben? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Wenn man jetzt aber eine Verpackung sieht, die von der Kommunikation her auch relativ emotional und ich gehe da jetzt wirklich auch in das Thema Design mit rein, ja, das entscheidet auch mit, auch eine gewisse emotionale Ansprache, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Es geht aber jetzt hier nicht um ein Marketingprojekt oder sonst irgendwas. Es geht hier wirklich um ein Thema, was man einfach mal ausprobiert. Und zwar an dem Produkt hat auch keiner was verdient. Es ist wirklich ein reines Rein-Raus-Geschäft, um mal zu testen, ist sowas überhaupt marktfähig? Und da kommt man zu dem Thema, was kann man machen, um auch ein Produkt, was einen ökologischen Ansatz hat oder auch nochmal vielleicht eine bessere Lösung anbietet oder was verbessert in der Umwelt, kann das der Konsument mit unterstützen? Ist er bereit, da auch für mehr Geld auszugeben? Bei diesem Projekt ist es so, diese Flasche besteht zu 10% aus Kunststoff, der in Meeren eingefangen wurde, gesammelt wurde und zu 90% aus normalem recyceltem PE, was man eben auch aus dem, zum Beispiel aus dem gelben Sack bekommen könnte. Was ist der Hintergrund? Wir haben vorher schon viele Bilder gesehen, deswegen möchte ich jetzt auch nicht zu viele Daten und Fakten mit Ihnen nochmal teilen. Sie können sehen, wir haben unheimlich viele Abfälle im Meer. Sehr viele Tierarten sind von diesem Problem betroffen und haben richtig große Probleme. Letztendlich landet es bei uns auf dem Tisch. Wir kriegen damit auch langfristig große Probleme. Und es sind unheimlich viele Plastikstücke, die man auch letztendlich im Meer einfach vorfindet und die unsere gesamte Umwelt verschmutzen. Wir kommen zu der Idee. Wir haben einen sehr engagierten Long-Term Innovation Manager, Tom Doman, bei uns. Ist auch vielleicht manchen Leuten ein Begriff. Er ist in vielen Bereichen engagiert, arbeitet auch sehr stark mit NGOs zusammen. Und er hatte die Idee, warum kann man nicht eine Verpackung auch aus Müll herstellen? Wieso kann man nicht auch sagen, Mensch, Müll ist eigentlich wirklich was wert? Was kann man denn da vorantreiben? Er war in dem Fall auf einer Veranstaltung, wo es um das Thema Fischerei auch ging. Große Problematik, denn der Beifang, den die Fischer mitnehmen, ist wirklich sehr, sehr groß. Beeinträchtigt einfach ihr Geschäft. Und er hat dort einen der Gründer von Waste Free Oceans kennengelernt. Und er hat gesagt, Mensch, wir versuchen da jetzt ein Netzwerk auf die Beine zu stellen, dass Menschen, Fischer, die auf die Meere rausfahren, wirklich Kunststoff einsammeln. Sie bringen es mit zurück, sie können es einfach abgeben, sie verdienen noch Geld damit. Das heißt, wir können dem Problem in irgendeiner Form eine kleine Art Lösung geben, auch wirklich jetzt personenbezogen. Jetzt hat man nur noch einen Recycler gebraucht. In dem Fall wieder Großbritannien. Wir haben einen tollen Partner gefunden mit Closed Loop, die gesagt haben, wir können diesen Müll auch recyceln. Denn Sie müssen sich vorstellen, der Müll, den man aus dem Meer fischt, ist total vermischt und ist auch total kaputt. Zum Teil vom Salzwasser, von der Sonne total, sag ich mal, aufgefressen. Und da muss man schauen, was kann man davon wirklich noch fürs Upcycling, also für wirklich eine neue Verpackung verwenden und was geht eher ins Downcycling, also ins sogenannte, wo man auch Asphalt und so weiter mit herstellt oder Parkbänke. Closed Loop hat dieses Recycling übernommen, was sehr, sehr aufwendig ist und mit Logoplaste haben wir wiederum einen Partner gefunden. Also hier sieht man auch, das ist ein Netzwerk, was sich aufgebaut hat über viele Jahre hinweg. Einen Partner gefunden, der auch diese Flasche hat designen können. Und auch noch mit einem speziellen Aspekt dahinter, denn die Flasche muss ja auch eine gewisse Stabilität haben. Das Ganze geht in die Vermarktung mit einer besonders schönen Optik, sticht einfach sehr, sehr besonders hervor und ist dann auch was, wo den Konsumenten einfach in die Geschichte mit einbezieht. Also hier so eine Art geschlossener Kreislauf. Geht nicht weiter. Jetzt, genau, perfekt. Und was noch dazu kommt, das Design an sich ist jetzt nicht nur besonders schön oder auffällig oder anders, sondern es ist auch wirklich noch von der Natur inspiriert. Wir versuchen also hier mit diesem Design, was von zum Beispiel einem Strahlentierchen, kennt man aus dem Meeresorganismen, diese Bauweise sorgt dafür, dass wir 20% mehr
beziehungsweise weniger Kunststoff einsetzen können bei dieser Flasche. Und wir sorgen also dafür, dass wir an sich weniger Ressourcen verbrauchen. Sobald das möglich ist, möchten wir es auch in die Standardprodukte mit eingliedern. Es ist also so, das sind alles kleine Projekte, die dazu führen, dass wir auch mit anderen, mit Standardprodukten wirklich nochmal eine Veränderung vorantreiben können und auch Ressourcen einsparen können. Ja, das Ganze ist wichtig für uns. Ich meine, wir sind ein Konsumgüterhersteller. Diese Sachen müssen sich auch in irgendeiner Form vermarkten oder verkaufen lassen. Das Ganze muss also unterstützt werden vom Handel, beziehungsweise auch von den Konsumenten, die dann bestätigen, ja, das finden wir toll, da möchten wir dabei sein. Und ich muss nochmal betonen, das ist hier wirklich ein Projekt, wo weder der Handelspartner, und da sind wir wirklich froh, dass wir auch dort gute Partner gefunden haben, was dran verdient hat. Es geht wirklich darum, ein Zeichen zu setzen, auch aufmerksam zu machen, und das ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe von uns als Unternehmen, dass man auch wirklich auf Themen aufmerksam macht und auch ein bisschen bewusst macht. Man kann nicht immer, sage ich mal, die Wurzel des Bösen bekämpfen, das ist einfach so, aber man kann ein Zeichen setzen und auch den Konsumenten Teil davon sein lassen, auch sagen, hey, du kannst mitentscheiden, ob so ein Projekt unterstützt wird, ob so ein Netzwerk vorangetrieben wird oder eben auch nicht. Auch mit Amazon haben wir einen Partner gefunden, der das Thema für uns auch einfach mehr publik gemacht hat. Waren auch super schöne Diskussionen auf Facebook, auch kontroverse Diskussionen. Das ist aber genau das, was wir wollen, denn es gibt hier viele Lösungsansätze und wir haben auch schon viele gehört. Aber die Frage ist, wo geht die Reise hin? Sicherlich ist nicht ein Lösungsansatz die komplette Ultimativlösung. Vielleicht sind es wirklich mehrere Ansätze, die uns in irgendeiner Form dann zum Ziel führen. Und das ist sicherlich eine sehr schöne Aussicht. Ja, das Ganze ist auch wichtig, dass es in Medien kommuniziert wird, man kann es nicht anders sagen. Klar, für uns als Marke schön, aber natürlich auch ganz wichtig, dass nochmal effizient darüber gesprochen wird und dass der Konsument auch wirklich Teil davon sein kann, dass er mitentscheiden kann, ist so ein Projekt unterstützenswert, möchte ich ein Teil davon sein, beziehungsweise es gibt ein Problem, da muss man drauf aufmerksam machen. Wir bekommen auch wirklich über unsere Medien mit, dass die Konsumenten sagen, Mensch, mir war das gar nicht mehr so bewusst, ich passe jetzt auch ein bisschen mehr auf meinen Müll auf, und das ist eigentlich der schöne Nebeneffekt. Das Design an sich, ja, sieht gut aus, aber ist eben auch so durchdacht und auch ressourceneinsparend, dass es eben auch noch ausgezeichnet wurde, und das ist sicherlich auch eine schöne Sache, dass man auch wirklich von außen nochmal eine Unterstützung bekommt, die einen voranbringt. Wie geht es weiter? Wir haben überall in unseren eigenen, also wir haben es ja auch gehört, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, überall haben wir auch irgendwie unsere eigene Problematik, verschiedene Recycling-Systeme. Und was wir uns gesagt haben, wir möchten parallel dieses große Netzwerk vorantreiben, dass wir aus den Meeren Müll fischen. Aber wir möchten auch schauen, dass wir auf lokaler Ebene Dinge vorantreiben, denn wir haben alle auch selber unsere Müllprobleme. Und in 2014 haben wir Plastikmüll aus den Krachten, aus den Kanälen in Amsterdam gefischt, zusammen mit Plastic Whale. Plastic Whale ist eigentlich die sogenannte erste Organisation, die dieses Plastikfischen auch kommerzialisiert hat. Und jetzt kann man kontrovers sagen, na, es ist eine Touristenattraktion, ja, es ist es, aber auf der anderen Seite macht es die Kommune aufmerksam, weil die merken, Mensch, also guck mal unsere Müllberge, wir kriegen es nicht geregelt und wir sorgen eigentlich mit für das Problem, weil klar, Amsterdam wird sehr stark besucht von entsprechenden Touristen und da muss natürlich auch eine Stadt hinterherkommen, diesen ganzen Müll auch zu beseitigen. Wir waren selber auch vor Ort und haben dort Plastik gefischt und das Schöne ist auch dort vor Ort, die Leute, die an den Krachten sitzen, werden aufmerksam, sagen, oh Mensch, ich nehme jetzt meine Flasche mit, oh Mensch, ich gucke, dass ich es irgendwo entsorgen kann. Und das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt bei dem Projekt, den wir damit unterstützen. Auch hier Vermarktung bzw. den Konsumenten einbeziehen mit der Flasche, die er kaufen kann. Und das Schöne ist, wir haben in 2014 mit dem ersten Projekt haben wir irgendwie 2.500 Flaschen auf den Markt gebracht. Also eine Menge, die im Konsumgüterbereich eigentlich gar nichts bedeutet. Das Projekt an sich war aber so erfolgreich, dass wir in diesem Jahr weitaus mehr erreichen konnten und auch mehr Flaschen produzieren konnten. Wir haben also in Amsterdam 100.000 PET-Flaschen gesammelt, deswegen auch diese durchsichtige Farbe von der Flasche. Und diese konnten zu insgesamt 70.000 Ecovair-Recycling-Flaschen wieder nochmal hergestellt werden, beziehungsweise geupcycelt werden. Und das ganze Ergebnis sieht dann so aus und wird eben entsprechend auch vermarktet. Das Tolle ist, wir haben Journalisten auch mit einbezogen, Blogger, wirklich auch Frauenmagazine, haben die eingeladen zu dieser Tour, auch nach Amsterdam. Und auch hier hat man gemerkt, dass das Bewusstsein einfach nochmal viel größer wird, wenn man vor Ort ist, sich das anschaut, wenn man selber auch mal ein Teil davon sein kann, so ein Problem in irgendeiner Form anzugehen, beziehungsweise auch das wieder bewusst zu machen, auch für sich selber.
auch entsprechende Blog-Einträge, entsprechende Kommunikation über dieses Thema. Und das ist eben wichtig, dass wirklich drüber gesprochen wird und dass die Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und das ist eben das, was Ecovert auch erreichen möchte. Und natürlich auch so ein Thema in die Masse bringen. Also wir haben es vorher auch schon von DM gehabt. DM hat uns in diesem Jahr sehr schön unterstützt. Die haben unsere Plastikflasche vermarktet. Wer Glück hat, findet jetzt aktuell noch vielleicht ein paar am POS. Es waren 20.000, die bei DM im Regal gelandet sind. Und auch hier wiederum das Schöne, es sorgt für Aufmerksamkeit, es sorgt für ein gewisses Bewusstsein. Und es zeigt auch, dass so eine Verpackung, die auch aus Müll hergestellt wird, vermarktungsfähig ist. Das heißt, der Konsument ist auch bereit, da ein bisschen mehr für auszugeben, um auch ein Teil zu sein von einem Lösungsansatz, um auch mal wieder handeln zu können, um auch selber ein Symbol zu, letztendlich zu zeigen. Und das ist sicherlich eine Sache, die wir auch langfristig unterstützen wollen und hoffentlich dieses Projekt auch noch mal größer und auch noch mal lokaler ausrollen können. Auch Amazon war in diesem Jahr wieder mit dabei und Sie kennen Amazon, wir haben eine besonders schöne Reichweite erreicht und eben auch wieder sehr schöne auch kontroverse Diskussionen auf Facebook und das ist einfach das Tolle. Die Konsumenten teilen mit uns das Positive und das Negative und das bringt uns als Marke auch einfach voran und das ist auch wichtig, uns dieses Feedback langfristig weiterhin zu integrieren. Ja, was sind die aktuellen Herausforderungen? Ganz klar, wie können wir diese Ergebnisse, diese innovativen Ansätze auch in Standardprodukte integrieren, sodass man das nicht nur in einer limitierten Edition letztendlich kaufen kann? Wie kann man diese Learnings umsetzen? Und das Verrückte ist wirklich, es gibt zu wenig Plastikmüll, der gesammelt und recycelt werden kann. Das ist wirklich verrückt. Und ich denke, da ist es wirklich ein großer, wichtiger Punkt, solche Netzwerke weiter voranzutreiben. Zum einen natürlich die Müllvermeidung, das grundsätzliche Übel, das muss angegangen werden. Nichtsdestotrotz, wir haben nun mal Müll im System und er muss in irgendeiner Form auch wieder rauskommen. Und wenn er natürlich kommerzialisiert werden kann, ist das eine Lösung, die auch schneller vorangeht, als wenn man jetzt noch lange wartet. Dann Verfügbarkeit und Herstellung, das ist auch immer so ein Problem. Es ist eben wirklich eine schlechte Qualität teilweise. Wie kann ich die nochmal in ein gutes Produkt reinbekommen? Ist auch sehr aufwendig, ist sehr kostenintensiv. Und da kommt dann auch Produktqualität versus auch Preisdruck am POS. Also auch hier, wir haben es versucht, wir sehen, es kommt wirklich in eine gute Richtung. DM ist auch happy, wir wissen alle, dass DM auch wirklich darauf schaut, dass gute Produkte, die auch wirklich einen guten Umsatz haben, dort in den Regalen stehen. Das heißt, wir werden hier weiter vorangehen können, was sehr positiv für uns ist und weitere, größere Auflagen an den Markt bringen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein kontroverses Thema und wir haben immer vielschichtige Sachen. Jeder, der im Nachhaltigkeitsbereich tätig ist, weiß, es gibt immer auch eine kleine Schattenseite von dem, was man tut. Es ist nicht immer alles nur gut, es ist nicht immer nur schwarz-weiß. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den wir in unserer Kommunikation sehr transparent auch verwerten und umsetzen. Und wir sagen auch nicht, dass wir jetzt der Allerheilsbringer sind und dass das jetzt die absolute ultimative Lösung ist, aber es ist ein Ansatz und es ist wirklich auch nochmal wichtig, die Leute aufmerksam zu machen, bewusst zu machen. Bei unseren Produkten, und es geht ja nicht nur um Verpackung, sondern auch, was ist in dem Produkt, Ökologie schließt Wirksamkeit nicht aus und das ist sicherlich noch eins von den großen Problemen, die ökologische Hersteller haben, insbesondere im Reinigungsbereich oder auch in der Körperpflege, dass man denkt, Mensch, so ein ökologisches Produkt, das hat doch irgendwie keine richtige Leistung. Das stimmt aber nicht, im Gegenteil. Es gibt sogar viele Produkte, die sind weitaus besser als konventionelle, denn die Natur hat viele Reinigungssysteme entwickelt, unter anderem Lotus-Effekt, das kann die konventionelle Industrie gar nicht herstellen. Und da haben wir sicherlich noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber klar, wir sind noch ein kleiner Hersteller. Es ist schön, dass viele von Ihnen uns schon kennen. Wir haben aber immer noch eine sehr geringe Markenbekanntheit. Das heißt, unsere Marktmacht an sich ist natürlich begrenzt. Wir können das tun in dem Rahmen, wo es auch irgendwo möglich ist. Uns gibt es im Biofachhandel, im Massenmarkt und im Drogeriemarkt. Es ist schon ein Unikum bei uns in diesem Bereich. Und es ist wichtig, das für viele Menschen auch zugänglich zu machen. Aber sicherlich müssen wir schon schauen, was können wir mit unseren Mitteln, mit unserer Markenbekanntheit auch vorantreiben. Hauptsache letztendlich, dass wir den Konsumenten einbeziehen können und dass er uns unterstützt und dass wir weiter wachsen und damit auch einen positiven Effekt haben können. Ja, und dann bedanke ich mich zu später Stunde noch für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank und noch weiterhin viel Spaß mit den anderen Vorträgen.